Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weib aus Meerwasser zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es sich um den Wirbelwettfilter Nios Talk Gen 2. Der ist jetzt schon eine Zeit lang draußen und ich selber habe den Filter der ersten Generation und war damit nicht ganz so zufrieden, wie es eigentlich sein sollte. Wo die Unterschiede liegen, was die Systeme oder was an den Systemen geändert wurde, das schauen wir uns jetzt hier gleich mal in diesem Video an. Was ist einfacher geworden? Was ist vielleicht anders geworden? Ist was verbessert worden? Etc. pp. Wir schauen es uns an. Ja, grundsätzlich vergleiche ich jetzt Äpfel mit Birnen hier. Weil das ist eigentlich der Buddy mit dem größten Volumen und hier haben wir den Buddy mit dem mittleren Volumen. Aber das ist nicht weiter schlimm. Es geht sich um das Grundprinzip, das was geändert wurde. Schauen wir uns nochmal eben die Gen 1 an. Also wir haben hier einmal 220 Volt Pumpe, die hier unten in diesem Buddy drin ist. Ja, die kann ich hier seitlich, wenn ich das, komme ich an die Pumpe dran und habe hier auch die Möglichkeit, tatsächlich eine Leistung einzustellen, um mehr oder weniger Leistung vom Grund auf zu haben. So, es ist aber nur eine mechanische Regelung. Das ist schon mal Punkt 1. Aber gehen wir weiter. Dann haben wir hier unten normalerweise Füße drauf. Da hatte ich habe ich mir selber Füße drunter gemacht, die aber auch nicht gehalten haben. Diese Füße waren eigentlich dafür da, um dem A Halt zu geben und den gleichzeitig natürlich zu entkoppeln. So, das Problem, was er jetzt allerdings hatte, wenn man seine Leistung verändern wollte, jetzt hier auf dem Tisch, seht ihr, ja, unter Wasser geht es sogar noch schlechter, er dreht sich mit. Ja, das ist die Problematik, die ich mit dem Gerät hatte, um mal eben die Leistung zu ändern, muss ich ins Wasser unten reingreifen, den Buddy unten festhalten und dann konnte ich den erst verdrehen hier. So, gehen wir den erstmal auf Seite. Dann haben wir im Prinzip, hier ist noch, fehlt noch der Zwischenboden. Den habe ich erfolgreich entsorgt und das Ganze ließ sich dann hier über, ja, das sind im Prinzip normale Gummidichtungen, was einfach nur oben aufgesetzt wurde. Das gleiche Spiel geht hier unten auch. Ja, da geht es ein bisschen fester, muss ja auch, damit das hält. Ja, konnte man dann abnehmen. Hier ist die entsprechende Aufnahme für die Zwischenböden. Wie gesagt, den habe ich jetzt schon recht lange. Moment, da ist eine Nase. Da muss ich als erstes rein. So, und das ist im Prinzip das Grundprinzip, so wie es damals war. So. Und aufgrund der Tatsache, dass er sich halt, dass ich halt immer ins Wasser greifen musste, jetzt habe ich hier Mist gebaut, genau, beim Zusammensetzen, das ist auch ein Grund gewesen wahrscheinlich, warum das geändert wurde, weil diese Dichtung hier unten immer mal ein kleines bisschen das Ganze mit rausdrückt und dann nicht mehr hier drauf passte. So, jetzt müssten wir es noch haben. Genau. So. Merkt ihr? Ja, das ist ein bisschen tricky. Da unten sitzt die Dichtung nicht hundertprozentig. Heißt nicht, dass der nicht funktioniert hat. Wollen wir uns nicht drüber unterhalten, der hat einen Bombenjob gemacht. Aber das Einstellen, was halt diesen Filter ja eigentlich ausmacht, dass man ihn halt verdrehen kann und eigentlich vielleicht öffnen kann, das ist bei dieser Generation nicht ganz so toll gewesen. So. Das mal so als Vorab-Info. Und jetzt gucken wir uns doch einfach mal an, wie die Gen 2 aussieht. Da ist das Siegel. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Dann nehmen wir uns mal eine Schere und gucken wir uns das an. Und ach, guck, der sieht ja fast genauso aus wie der alte. Aber er ist noch nicht zusammengesetzt. So, ihr seht, ich habe da ein geheimes Fach. Wir haben hier einmal die Öffnung, dann haben wir die Pumpe, die sich nicht geändert hat. Es ist die gleiche Pumpe, auch wieder mit der Möglichkeit zur mechanischen Regulierung, wenn ich das möchte.
Die wird da unten reingesetzt. So. Und dann haben wir den neuen Fuß. Und hier haben wir eine Aufnahme, dass die Pumpe sich A nicht verdrehen kann. Wenn sie nämlich nicht richtig drin sitzt, dann geht das nicht. Und der Aufsatz ist gleich, aber schaut mal hier. Hier sind Saugnäpfe drunter. Das ist schon mal die Veränderung schlechthin. So, jetzt gehe ich einfach mal hin und lese ab, weil ich habe die Daten mal wieder nicht im Kopf. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Es soll natürlich ein bisschen Abstand zueinander haben. Oh, da ist die Bedienungsanleitung in Deutsch. Dummbatz. So. Und Leistung der Pumpe, schauen wir jetzt mal auf die Kiste drauf. Die haben wir nämlich hier stehen. Genau. Wir haben 12 Watt und die maximale Förderleistung der Pumpe beträgt 1000 Liter. Mehr brauchen wir in einem Wirbelwertfilter auch nicht. In der Regel, wenn man Kohle einsetzt oder so, da sollte man so zwischen, ja, ich sag mal, 600 bis 800 Liter Durchgangs. Wasserdurchgangsmenge haben. So, dann kommen wir jetzt hier. Wo haben wir denn? Wo habt ihr das denn schön zugemacht hier? Ich bin mal wieder zu blöd zum Öffnen. Wie immer. Wahrscheinlich. Ah, guck, quer aufmachen. So, auch noch original verpackt. Habe ich auch noch nicht in den Finger gehabt. Sonst wüsste ich ja, wie es geht. Und wir haben hier im Prinzip jetzt den Buddy drin. Den schauen wir uns jetzt etwas genauer an. So, weil hier wurde einiges geändert. Okay, das ist natürlich ein Unterschied, aber nicht weiter schlimm. Reicht mir im Prinzip. Wir haben auch noch eine etwas kleinere Version davon, dass wir eben gucken, bei Neues hier auf der Seite. Die gibt es in drei verschiedenen Größen. Genau, 0,75, das ist der 1 Liter und das wäre die 2 Liter Version, mehr wie 1 Liter. Entschuldigung, brauche ich nicht. So, was ist neu? Neu ist, dass das Ganze nicht mit nicht im aufgesetzten Zustand, also sprich mit einer Gummidichtung, die gegebenenfalls verrutschen könnte, sondern wir haben Twistlocks. So, erster Twistlock hier unten und ich kann das hier unten schon ohne Probleme rausziehen. Ja, da habt ihr auch gemerkt, da war ein Widerstand drin, der im Endeffekt dafür sorgt, dass wenn der jetzt hier aufgesetzt ist, und das ist das Nächste, wenn der Idiot das hier mal richtig machen würde, Entschuldigung, wir haben jetzt diese Saugnäpfe. So, und die Saugnäpfe sorgen jetzt im Endeffekt schon dafür, dass das Ding, wenn es natürlich unten am Boden steht, sauber festgehalten wird. Ich heiße, ich muss hier unten nicht mehr dran packen. Und kann das jetzt, wenn ich es jetzt hier, ja, ihr seht das, ganz einfach mit einer Hand oben drehen. Und dann passt das auch. Also dann, ja, wir haben ein kleines bisschen mehr Spiel, aber es lässt sich sehr viel einfacher drehen. Und ich kann ihn ohne Probleme, habt ihr jetzt gesehen, ja, auch wieder rausnehmen. Und er geht auch nur in eine Position, weil die drei Öffnungen hier sind unterschiedlich groß. Das ist dann selbst für mich, kann man es nicht falsch machen. Ihr habt gesehen, wir haben hier anstatt Schwämme im unteren Bereich haben wir diese Mesh-Einsätze. Wir können, Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken, bevor ich es jetzt kaputt mache. Natürlich mache ich es jetzt kaputt. Genau, die können wir rausnehmen und haben dann im Prinzip jetzt hier unten den ersten Einsatz, hier einen entsprechenden Mesh-Einsatz, anstatt einen Schwamm. So, einen Schwamm haben wir allerdings trotzdem drin und zwar hier oben. Und das wird hier oben auch dementsprechend mit Twistlock geöffnet. Der geht auch ein bisschen fester, ist auch gut so. Und da ist auch noch eine kleine Dichtung mit drin. So, hier. Aber hier oben ist die Dichtung nicht so schlimm wie unten. Das, so wie wir es gerade bei dem hatten. Weil, wenn die Dichtung hier nicht richtig drin sitzt und nicht richtig reinläuft, dann drückt das Rohr ein kleines Stückchen auseinander und dann kriegt man den nicht mehr sauber hier rein. Und dann klemmt der erst recht. So, hier oben haben wir einen entsprechenden Schwamm drin, der im Endeffekt auch dafür sorgt, dass keine
Filtermedien ins Aquarium reinkommen, weil die sind zwar hier, ja, geht nur von unten. Habt ihr gesehen? Also, wenn ich befülle, muss ich den so, wie es ausschaut. So, packen wir erstmal wieder drauf. Das erste Medium hier rein. Dann den entsprechenden Stab hier rein. Das zweite Medium befüllen. Und dann aufsetzen, verdrehen. Dann haben wir die beiden Medien hier voneinander getrennt. Das Ganze wieder umdrehen, weil ihr habt gesehen, von oben geht es nicht. Ja, ich kann den von oben nicht den entsprechenden Einsatz rausnehmen. Also muss es von unten eingesetzt werden. Ja, das ist auch eine Besonderheit, die ging bei dem, weil hier oben natürlich alles komplett abgezogen werden konnte. Aber durch den Twistlock hier oben drin haben wir natürlich eine Verengung, wo diese Siebe hier dann nicht mehr dementsprechend da durchpassen. Also muss das Ganze in umgekehrter Reihenfolge eingefüllt werden, wenn ich mit zwei verschiedenen Medien arbeiten möchte. Ja, und das Einsetzen ist wieder kinderleicht, weil ich kann ihn im Prinzip im Becken stehen lassen und verdrehe ihn dann wieder. Und dann kann ich mir die entsprechende Durchflussleistung hier einstellen. Grundsätzlich behaupte ich jetzt mal, ist das ein sehr gutes System. Was ich mir tatsächlich gewünscht hätte, noch so als Upgrade on top, da wir ja unten eine regelbare Pumpe drin haben, die wir von der mechanisch regeln können, wenn wir das wollen, wäre es in meinen Augen noch wünschenswert gewesen, dass wir so das i-Tüpfelchen obendrauf, anstatt die 220 Volt Pumpe, eine regelbare DC-Pumpe da einzusetzen und dann darüber die entsprechende Regelung zu machen. Das wäre in meinen Augen wahrscheinlich etwas effektiver gewesen, auch vom Stromverbrauch her. Ja, man kann dann auch mit Medien etwas feiner arbeiten, wenn ich jetzt hier über diese Regelung tatsächlich das nicht ausreicht. Werden wir im Endeffekt sehen, wenn ich den jetzt nachher befülle und unten einsetze. Entsprechendes Video kommt dann hier nach, also sprich, wird nachher hier drin gezeigt. Und dann schauen wir ganz einfach mal, wie der sich verhält. Fakt ist, ich werde allerdings auch nur mit einem Medium arbeiten, aber trotzdem diesen Zwischenbereich hier drin lassen, um zu schauen, was mit einem sehr feinen Medium, ihr ahnt es schon, die Kohle von ATI kommt hier rein, was damit passiert, ob wird die nach oben getragen, ja oder nein. Aber alles in allem, allein schon, wenn ich mir das jetzt hier angucke, okay, ihr könntet jetzt sagen, ja, der ist ja auch neu, dann funktioniert der ja noch richtig gut und alles ist toll und das werden wir sehen. Ich werde diesen Filter jetzt einsetzen. Ich hatte ja bisher den von Aquaforest mit Bypass, aber auch nur, weil der hier nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Der soll jetzt hier tatsächlich das schaffen, was ich mir eigentlich vorgestellt habe und wir werden es im Endeffekt erleben. Aber wir gehen jetzt erstmal runter und ich werde das Gerät befüllen, werde die Kohle vorbereiten, hier einsetzen und dann schauen wir dann dementsprechend weiter, wie er sich dann tatsächlich im Betrieb schlägt. Also, ab nach unten. So Leute, Zeitsprung. 3 Wochen später. Ich hätte euch zwar zeigen können, wie ich das Gerät im Endeffekt aufbaue, befülle und dann da reinstelle und alles hoch in den Himmel lobe, aber das bringt euch ja nichts. Tatsächlich ist es so, dass es natürlich ein paar Sachen zu beachten gibt. Die einen sind natürlich, dass ihr nach Möglichkeiten gereinigten Bereich habt, wo das Ganze eingesetzt wird, weil die Pumpe natürlich von unten ansaugt und im Endeffekt Dreckpartikel mit in die Mechanik reingibt, in die Verdrehung zwischen Body und dem eigentlichen Filter und es somit dann zu Behinderungen kommen könnte. So, ich habe das Gerät jetzt mit einer Charge Kohle befüllt und ja, die Befüllung ist ein kleines bisschen tricky, sage ich jetzt mal so, jetzt nicht. Aufgrund der Tatsache, dass wenn man zwei Medien einsetzt oder diesen Filter bzw. diesen Zwischenbereich nochmal einsetzen möchte, also sprich den Zwischeneinsatz, um gegebenenfalls ein zweites Medium noch einsetzen zu können, ist grundsätzlich so, dass man den halt festhalten muss, von unten befüllen.
dann dementsprechend das Ganze draufsetzen und zusammenbauen. Zeige ich euch gleich nochmal separat. So, wenn man dann ein zweites Medium einsetzen möchte, sollte man das Ganze dann umdrehen, oben aufmachen und dann das zweite Medium von oben befüllen. Grundsätzlich sollte man darauf achten, dass das Medium, was feiner ist und somit leichter zu bewegen ist, im unteren Bereich einzusetzen ist. Weil da haben wir ja zwischen dem, ich sag mal, Einlaufbereich und dieser Zwischenetage, da sitzt ja das feine Mesh. Und das ist im Endeffekt, ich sag mal, praktisch, wenn man dann dazwischen dieses feine Mesh hat. Weil im oberen Bereich haben wir ja nur den groben Schwamm auf der Oberseite, wo dann halt, ich sag jetzt mal, grobe Sachen halt zurückgehalten werden. Und wenn wir dann ein ganz feines Material haben und haben es zu schnell oder zu stark eingestellt, dann kann es im Endeffekt sein, dass das Material oben rausgedrückt wird. Und das wollen wir ja nicht. Also grundsätzlich darauf achten, das gröbere Material nach oben und das feinere Material nach unten. Würde ich sagen. So, grundsätzlich ist es jetzt so, ich nehme euch einfach mal mit aufs Handy und blende das mit ein. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an, weil ich bin jetzt tatsächlich hingegangen und habe den Filter in mein ungereinigtes Becken reingestellt. Und tatsächlich festgestellt, wenn ich den verstellen möchte, hat sich natürlich im Endeffekt zwischen der Mechanik ein bisschen was an Dreck abgesetzt, was natürlich die Drehbewegung behindert. Darauf sollte man achten. So, das habe ich aber extra gemacht, um rauszufinden, wie schnell geht das. Ist tatsächlich innerhalb so von einem Tag ist da Dreck zwischen und dann kann man es halt nicht mehr so bewegen, wie es soll. Ist aber auch tatsächlich nicht ganz so schlimm, weil durch ein bisschen Druck kann man das Ganze tatsächlich beheben. So, ich nehme das mal hier jetzt mit auf, blende das mit ein und ihr seht, der arbeitet hier ganz normal. Das Wasser läuft sauber aneinander an den Seiten runter und das ist auch so eine Sache, die im Endeffekt tatsächlich ja eine Zeit lang dauert. Beim ersten Gebrauch hat sich der Biofilm noch nicht richtig gebildet. Das Wasser läuft nicht überall gleichmäßig an dieser Röhre runter. Das dauert so ein Prozess von 3-4 Tagen ungefähr. Und in der Zeit plätschert es auch ein kleines bisschen. Aber ihr hört jetzt hier im Endeffekt, da unten plätschert nichts. Ja, da ist alles schön leise. So, jetzt habe ich... Gucken wir mal in mein Technikbecken rein. Um Gottes Willen, ey. Also man sieht, da unten ist richtig was an Schmodder drin. Und dieser Schmodder ist natürlich unter anderem auch angesaugt worden. Ihr seht es in der Röhre selber, dass sich mittlerweile natürlich auch ein Biofilm angesetzt hat. Und dieser Biofilm ist natürlich das, was ich auch oben angesprochen habe. Ich mach's mal eben aus. Weil dieser Biofilm kann ja im Endeffekt uns das Mesh so ein kleines bisschen zusetzen. Somit haben wir eine geringere Durchflussgeschwindigkeit. So, jetzt bei mir hier kommt natürlich dazu, dass es einerseits Biofilm ist und dass dieser Biofilm relativ zügig entstanden ist, aufgrund der Tatsache, weil da unten halt auch Dreck drin ist. So, jetzt nehme ich euch wieder mit. Und jetzt schauen wir ganz einfach mal. Verdrehen lässt er sich hier wirklich gut. Unten der Behälter an sich steht fest. So, und jetzt haben wir das Maximum hier eingestellt. Und ihr seht, da unten geht schon einiges durch. So, wenn wir jetzt, ich sag mal, die Problematik haben, dass er sich halt nicht ganz so einfach einstellen lässt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das mit einer Hand hinkriege. Dann nehme ich den einfach im laufenden Betrieb komplett ab. Lass den einmal durchspülen. Ja. Setz das Ganze wieder drauf. Muss ich gerade gucken, dass ich das hier genau draufsetzen und dann kann ich es wieder, wenn ich es in die richtige Richtung drehen würde, ohne Probleme wieder verdrehen und dann läuft das Ganze dann auch sauber weiter. So, jetzt drehe ich ihn mal wieder ein kleines bisschen höher, damit ihr dann auch seht, wie dann das Ganze hochgetragen wird und in Bewegung gehalten wird. Also er macht seinen Job, läuft sauber alles hier runter und ist tatsächlich in meinen Augen mit einer der besten Filter, die ich vom System her kenne. So, grundsätzlich ist es so, habe ich den Aquabi gehabt. Schönes Ding, kann man dann dementsprechend auch steuern, ähnlich wie hier, Pumpe mit fester Drehzahl und habe einen Auslauf.
Der macht klasse Arbeit. Ich muss aber immer diesen kompletten, die komplette Einheit rausnehmen. Hier gehe ich tatsächlich hin und nehme einfach nur den oberen Einsatz. Also sprich, gehe hin, mache die Pumpe aus und nehme mir halt nur den oberen Einsatz, den Filtereinsatz und habe alles in einer Hand. Und kann das ohne Probleme, austauschen, reinigen, wie auch immer. Dann hatte ich ja auch den Filter von Aquaforest, den AF110, auch ein sehr schönes Ding. Habe ich im Bypass betrieben, kann man auch mit einer separaten Pumpe betreiben und auch sehr schön, sehr toll, kein Problem. Aber auch wieder die Problematik, dass man halt die Schläuche dran hat, dass man alles auseinanderbauen muss, um den entweder zu 90% dann erstmal hier oben irgendwo das Wasser hinpacken muss, etc. Das haben wir hier bei dem nicht. Also den stelle ich aus, das Wasser geht raus, ich nehme den Zylinder runter, so wie ihr es gerade gesehen habt, und dann läuft jetzt, kann ich den Zylinder auslaufen lassen und kann mit diesen tropfenden Zylindern mit einem, ich sage es mal hier, kann ich mir hier in ein Litermaß reinstellen. Und dann kann ich damit in den Keller gehen oder sonst wohin, wo ich dann dementsprechend das Material austausche, auswasche, wie auch immer, und dann ohne Probleme wieder einsetze. Dann packe ich den oben drauf, wie ihr gerade eben gesehen habt, stelle mir den ein und dann läuft die Chose wieder. Also tatsächlich ist es so, dass ich dieses Gerät von allen Wirbelbettfiltern, die wir momentan am Markt haben, tatsächlich am besten finde. Und da brauche ich auch eigentlich nichts weiter dazu zu sagen. Wir machen einen kurzen Schnitt und dann schauen wir uns noch mal kurz die Kammer an, wie die tatsächlich im Moment aussieht. So, ja, haben wir ein bisschen was vorbereitet, damit wir uns das Ganze jetzt hier mal etwas genauer anschauen können, wie er halt jetzt nach 3 Wochen Laufzeit aussieht. Was zum Unterstellen, was zum Draufstellen, und als allererstes machen wir das Gerät natürlich mal aus. Und lassen das Wasser ablaufen. Und dann kann ich hingehen und den schon mal verdrehen, dass das Wasser komplett rausläuft. Und ihr seht, wie einfach das im Endeffekt geht. Ich nehme meinen Behälter, halte den drunter. So. Und hier haben wir das gute Stück jetzt. Dann gehe ich mal hin und blende euch die zweite Kamera ein. So. Wir haben jetzt im Prinzip einen Filter, der tatsächlich so ein kleines bisschen hier schon Schmutz angesetzt hat. Ist natürlich klar, logisch, weil im Endeffekt, wie ich schon gesagt, da unten war halt Dreck drin. Gucken wir uns nochmal an, wie wir den dann dementsprechend reinigen könnten. So, hier läuft noch ein bisschen Wasser raus. Verdrehen. Und langsam nach unten ziehen. Bei so feiner Kohle wie das hier von ATI kann es schon mal sein, dass das Ganze sich ein kleines bisschen verhakt. Ja, dann ist es hilfreich, wenn man dann den oberen Teil abmacht und mit einem Stab von einfach mal nach unten runterdrückt. Aber ihr seht, das hier funktioniert ziemlich gut. Ein kleines bisschen. Dann nehme ich den Stab hier, halte den hier fest. Ich glaube, das sieht man, hoffentlich. So, dann haben wir hier das untere Sieb. Und ich lege das Ganze mal ein bisschen auf Seite. Oder hält es vielleicht auch so. Wenn es gleich komplett runterrutscht, habe ich Pech gehabt. Zack, ich habe Pech gehabt. So, machen wir das untere Sieb mal ab. Und ich halte es einfach mal hier in die Kamera. Und man sieht, dass das dann doch ziemlich durchlässig ist. Ich habe es nicht gereinigt, es ist das erste Mal, dass ich jetzt halt das Ganze mir anschaue. Wichtig ist auch grundsätzlich, dass das Ganze hier sauber und fest aufgesetzt wird, damit das hier hält, so damit ich dann auch gleich hier den Bereich dementsprechend sauber rausziehen kann. So, jetzt haben wir natürlich die Problematik, jetzt habe ich die Problematik, dass ich den ganzen Kladderadatsch hier auf der falschen Seite habe und nicht mehr an diesen Stab dran komme. Okay, dann machen wir das Ganze hier an der Unterseite auf. Na komm, ja, geht ein bisschen schwerer. Und ich könnte das jetzt, und werde das jetzt auch wieder, nach oben drücken. Ja, ich habe ja die Fliegenklatsche. So, und drücke mir das jetzt wieder nach oben. Weil das Material muss nicht gereinigt werden.
So, und hier oben, ja, also wenn ihr hier oben das Ganze einfüllen wollt, dann müsst ihr halt diesen Stab hier oben festhalten. Füllt das Material ein, setzt dann anschließend den Aufsatz hier drauf, bis zum Anschlag einsetzen. Darauf achten, dass hier kein Material ist, dass hier in der Aufnahme kein Material drin sitzt. So, und jetzt muss ich gucken, ob ich das richtig rum einsetze. Das darf nämlich, genau, müsste so passen. Aufsetzen, verdrehen und dann ist das fest. So, dann habe ich hier den oberen Teil, den ich dann von hier oben befüllen kann. Der Schwamm, der hier oben drin ist, ist ein grober Schwamm. Ihr seht, der hat jetzt ein bisschen Dreck aufgenommen. Den werde ich jetzt gleich noch reinigen. Und der ist halt wirklich nur fürs Grobe. Ja? Damit halt grobes Material, so wie jetzt hier, auch nicht nach oben rausgeht. Da auch bitte darauf achten, dass hier das Gummi sauber ist, dass hier oben im Prinzip nichts drin ist. Und dann kann der auch wieder ganz normal aufgesetzt werden. Einmal verdrehen und der ging gerade eben ein kleines bisschen schwerer, richtig, weil halt dieses feine Material so ein kleines bisschen blockiert hat. Also da kann man mit einem kleines bisschen Kraft drauf dann dran gehen. Wichtig ist, dass ihr... Hier unten ist ein Zeichen und da ist ein Zeichen. Ja, die beiden müssen übereinstimmen, damit man das auch jetzt gleich wieder da hinten ohne Probleme einsetzen kann. Den oberen Schwamm, den ich jetzt hier habe, beziehungsweise das obere Mesh, könnte ich jetzt auch noch reinigen. Dann hätte ich das Ganze komplett rausnehmen müssen. Das geht aber noch. Wir haben gesehen, da ist noch genug Durchfluss. Und somit habe ich dann die Möglichkeit, das einfach so jetzt wieder hier rüberzunehmen. Pfeil auf Pfeil einsetzen, verdrehen, wieder anschalten. Habe ich den richtigen Schalter erwischt? Ja. Und dann geht es auch direkt wieder los. Und ich kann ganz einfach hier oben den Durchfluss einstellen, weil halt unten die entsprechenden Saugfüße dann den Halt am Boden übernehmen und weil das halt auch alles sehr viel leichtgängiger ist. Ja, Leute, ihr habt es gesehen, Wirbelbettfilter sind immer, ich sage es mal, ein bisschen tricky hier und da. Man muss halt wissen, wie. Aber tatsächlich denke ich, dass mit dem NIOS Torque Gen 2 ist NIOS definitiv ein sehr, sehr gutes Upgrade gelungen. Ja, einerseits durch die Saugnäpfe, zum anderen durch die andere oder veränderte Aufnahmemechanik unten am zwischen Body und dem Filteraufsatz. Das ist definitiv besser geworden. Was, wo ihr natürlich darauf achten solltet, aber was ich im Endeffekt natürlich auch ja, extra gemacht habe, um zu schauen, wie schnell verdreckt er, wie schnell könnte da ein Problem entstehen, dass ihr natürlich den in einen Bereich einsetzt, der gereinigt ist, wo halt so sauberes Wasser ankommt. So, ich habe jetzt hier tatsächlich ab und zu dann mal ein bisschen Schmodder mit drin gehabt. An der Stelle, wo er halt steht, stand auch vorher ein anderer Wirbelbettfilter, der noch ein bisschen Restmaterial damit reingebracht hat. Und von daher ist natürlich durch die Pumpe was in die Mechanik reingekommen. So, wenn da was reinkommt, dann funktioniert das natürlich nicht mehr so, wie es soll. So, und nach einer gewissen Zeit kann es dann auch dann im Endeffekt mal passieren, dass es ein bisschen schwerer geht, als wie es eigentlich gehen sollte. Selbst wenn da der Bereich halt komplett sauber ist oder gereinigt ist, dass da halt keine groben Schmutzpartikel oder ähnliches ist, was die Mechanik blockieren könnte. Fakt ist aber, ihr habt gesehen, es lässt sich ganz einfach machen, indem man den dann verdreht, abnimmt, einmal kurz durchspülen lässt im laufenden Betrieb und dann wieder draufsetzt. Danach funktioniert er wieder einwandfrei. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, euch hat der, ich sag mal, Vergleich oder das Upgrade-Video Gen 1, Gen 2 zu dem NIOS Torque gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es doch runter in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst ein Like da, Däumchen und in diesem Sinne schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video gesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Viper.